Jo, Ladies and Gentlemen, wieder zurück. Das erste Spiel haben wir gewonnen und weil es so gut gerannt ist, spielen wir gleich noch eins, ne? Jo. So viel zum Thema, wehe, wir verlieren, ja. Dann schieb es auf dein Deck. Na gut, mit dem Black Knight, gell, den hätte ich jetzt nicht gehabt, wenn's. Ich muss sagen, der Gegner war relativ schwach, ne? Weak. He was a weakling. Malfurion, Druide, man sieht ja, das Gute ist, wir sehen jetzt einmal die anderen Klassen. Naja, das ist ja schon ziemlich geil. Oger da die fast außer, oder? Weil zwei Sechser brauche ich nicht, oder? Ich würde sogar beide Sechser rausgeben, die brauchst beide jetzt am Anfang nicht. Wie viel kann ich eigentlich raus, oder? Du kannst alle rausgeben, grundsätzlich. Ich noch, die kann ich mir auch nicht rausgeben. Nein, du Marina, rausgeben. Mein Gott. Ja, beim Black Knight. Nein, würde auch rausgeben. Wirklich. Ah, ich kann nicht. Doch, auf jeden Fall. Verdammt. Wirklich. Wie kann man nur einen Black Knight? Das war jetzt der Lose, ja. Nein, das war wirklich. Guter Rabasche, Besäcker. Das Gute ist, wir können jetzt die Karten einmal herzeigen, was du jetzt so kennen, so live und on air und on action. Mit meinen Spielkünsten. Da kriegen wir jetzt schon die Münze. Genau, die Coin, sieht man schon, also man kriegt einen Mana-Kristall dazu, kostet nichts. Ist aber nachdem das quasi ausgespielt worden ist, dann verbraucht. Am gescheitern ist mir quetsche die auf, ne? Ja, meistens. Genau, die können wir uns auf. Mirror Image können wir spielen, ja. Würde ich sogar spielen. Ja. Mit der Zange spiele ich es einfach mal so. Oder spiel mal, wie es tust. Ich spiele mal, wie man sich denkt. Und du korrigierst mir einfach. Ist am gescheitern, weil sonst spiele ich einfach. Kannst du auch spielen im Endeffekt. Genau. Was natürlich nicht so lustig ist, weil dieser Mann macht keine Fehler. Doch, durchaus. Zumindest im Hearthstone nicht. Durchaus. Sind ja so eher so. Es darf mich interessieren, ob ich anders spiele oder ob du ähnlich spielen darfst und so weiter und so fort. Ja, klar, können wir gerne machen. War interessant, ja. Drum. Ich glaube nämlich, dass ich relativ viel Fehler mache, hat man auch vorher schon gesehen. Ich habe aber jetzt auch schon eine Zeit nicht mehr gespielt, muss man sagen. Okay, man sieht jetzt da die Ability. Genau, die da kriegt er einen Schüttel dazu, das stackt glaube ich dann, oder? Kann stacken in dem Fall, weil wir dort nichts haben, was Schaden macht. Es ist ziemlich gut, wenn du das 10 Mal machst, hast du 10 Lebenspunkte mehr. Hm. Jetzt müssen wir mal schauen. Er hat nichts liegen, also das haben wir gesagt, das spielen wir nicht. Ja, ich würde sagen, ich schmeiße ihm einen Frostbolt ins Gesicht. Was anderes kann ich eigentlich. Oder ich schieße einfach mal drauf. So, dann ist er wieder auf Null. Man, was du natürlich auch machen kannst, ist, du kannst die Dings spüren, die Schlangen spüren. Auf das mache ich dich schon aufmerksam. Was soll ich spielen? Sorry, habe ich. Die Schlangen kannst du zum Beispiel auch spüren. Nein, die kann ich noch nicht spüren. Achso, ja, jetzt könnte ich meinen Mana-Kristall bringen, gell? Kinder, du hast das schon. Ja, okay. Ja, das ist halt die Frage. Ich habe mir gedacht, ich halte mir das noch auf, aber so gesehen natürlich. True Story, weil ich habe eh einen Taunt. Naja, es geht auch immer so ein bisschen den Gegner zu unter Druck zu setzen. Ja, unter Druck zu setzen. Overwhelming heißt es auf Englisch. Also quasi mit an großen Ausmaß, einer großen Anzahl an Dienern quasi am Feld, ja. Den Gegner da unter Druck zu setzen. Ne, stimmt schon, weil wenn man selber defensiv spielt und der andere, dann wird man selber unter Druck gesetzt. Habe ich auch schon gemerkt. Ich bin genau. Eigentlich, glaube ich, eher relativ defensiver Spieler. Dass ich gerne hinter die Towns versteckt und dann irgendwann einmal in Runde 7 seinen Fireblast da raushaut. Okay, das ist jetzt einmal. Mal schauen. Obwohl von dem her habe ich jetzt dreimal habe ich das, wo ich mir denke, eins. Ich darf es zweimal raushauen, also. Was soll's? Ich schicke gleich jetzt einmal an. Das würde ich auf jeden Fall machen, ja. Naja, wir haben halt einen Frostblitz rein. Weiß ich, bevor man es aufspare. Naja, man. Bringt das eigentlich was, wenn er gefreezt wird? Kann sich ja dann ein Schüttel anlegen oder ist das dann. Kann er schon, ja. Aber er kann okay. Halt selber dann nichts angreifen. Das lasse ich sparen wir noch auf, oder wenn es ist. Oder soll ich ihm das auch noch reinhauen? Weiß nicht, also. Ist auch wieder Geschmackssache. Ich würde mir es aufsparen. Wie gesagt, kann man irgendwie. Obwohl drei Schaden sind drei Schaden, ne? Genau. Ja, aber. Sparen wir es auf, weil es ein er hat nur 27 gegeben, nachher hat er 24. Sind die drei Schaden nicht so von der Auswirkung her nicht so gut wie gegen einen Diener, den was man dafür vom Feld fegen kann. Ist klar, ja. In dem Fall ist es auch so, wenn man jetzt mit einer mächtigen Karten angreift, ist die auch kaputt. Nur ich werde jetzt schauen, dass ich mich mit einer Spellkarten. Was macht er jetzt? Greift, kann nicht angreifen. Ne? Sehr unwahrscheinlich. Das hat aber.
nicht gescheit gemacht. Ha? Hätte nicht er hofft, dass er jetzt da irgendwie ganz billig davon kommt. Boah, jetzt muss ich mir überlegen. Ich darf den mal ausspielen, ha? Naja, gut, was kann passieren? Das könnte sein, dass jeder einen Schaden kriegt. Kann sein, dass einer hin wird. Ja, nein, jeder einen Schaden ist meiner Meinung nach die unwahrscheinlichste Variante. Ja. Aber wir vierer Karten eine Tanta hinlegen, dass er mir die nicht angreifen die, kann, oder? Naja, die kann er da sicher nicht angreifen. Ja. Aber was natürlich auch eine Möglichkeit ist, dass du sagst, ich mach die drei Schaden auf alle und dann habe ich ja nur meine Hero Ability. Mhm. Ja, nein, ich war für das auf jeden Fall, weil ein bisschen Kick hat dazu, ne, schau. Ja, und dann her, kannst du beide rausschalten jetzt mit der Hero Ability. Ja, feinste Variante. Also das finde ich schon gut. In dem Fall Glück auch natürlich, dass kein Schadensgeschoss auf den Malfurion selber gegangen ist. Ja. Na, perfekt. Ne? Ja, man kann damit ein wenig spekulieren, ne? No risk, no fun, hast du schon. No risk, no win. Genau, da wäre es eigentlich ja recht gut. Jetzt überlegt er recht lang, jetzt habe ich schon sehr in die Enge getrieben, so glaube ich. Was kann man eigentlich machen auf der Map? Ein bisschen Licht an und aus. Genau, die Kirchenfenster kannst du zum Beispiel zerstören. Ah ja, da ist er her. So hat er den da ausgespielt. Das ist der Loot Horder. Und der stirbt, kriegt er Karten. Die bufft er jetzt auch noch, hat er überlegt zumindest. Ist aber leicht zum Wegbringen mit einem Mage. Naja, sowieso, wer kriegt der Karten? Na, kann gut, natürlich das sein, dass er es bufft, ja. Wahrscheinlich, ja, weil er, wenn er es nicht bufft, ist sowieso weg. Nur dazu ganz billig. Ich kann überlegen und nachher habe ich 5. Und da kommt schon ein Mark auf Nature, ich nehme mal an, es wird. Ja genau, es wird ein Taunt. Jetzt wird. Das ist natürlich die Variante. Ich waste einen Haufen rein und er kriegt eine Karten. Oder was kannst du noch machen? Schippen. Weil das ist eigentlich schade, wenn ich den verballert, ne? Ist gescheiter, wenn ich ihn schieb, weil dann ist er weg. Vor allem, du verballerst den, plus er kriegt eine Karten dadurch. Wenn du ihn schiebst, kriegt er keine Karten. Ah. Genau, so würde ich das auch machen. Jetzt würde er dann zwar noch deinen Taunt rausnehmen, wenn er... Oh ja, ist ja wurscht, ich habe eh noch einen. Den kann ich gleich wieder nachschmeißen. Ich bin überlegen, ob ich den nicht spiele. Weil mit auch dem kann ich scharf angreifen und krieg nur einen Schaden und hab dann plus 5. Zum Beispiel. Das war zum Beispiel super zum Beispiel. Möglichkeit, meiner Meinung nach. Ja. Also war mein nächster Zug, wenn ich jetzt nicht weiß, was für ein Scheiß auspackt er. Mal schauen, was er bringt. Der König Kronos. Mark of the Wild. Ja, das ist natürlich das auch nicht ist schlecht. Das ist so ein bisschen ein Buff-Deck, was der glaube ich hat. Ja, ja. Hat glaube ich recht viele Spells und keine Minions. Ich möchte dann den. Ui. Shit. Ah, jetzt hat er natürlich. Scheiße. Ist nicht tragisch. Ja, du kannst trotzdem beide Sinn. Wegschmeißen. Jetzt muss ich am einen da. 4 und 2 passt der. Ich sag's dir, weil einen kannst du mit dem Frostbolt wegnehmen, einen kannst du mit dem. Mit der Schlange wegnehmen und dann legst du einen Taunt hier. So würde ich machen. Du hast 4 und 2 bist auf 6. Also, man, das ist so am effizientesten. Man, siehst du, weil. Den kannst du ja. Der hat seine Schuldigkeit getan, glaube ich. Ja, da steht ja schon Zettel. Und dann sind China mit zweimal von dem genau. Abgesehen. So, dann muss ich weiter. Das ist einzig. Na gut, er hat auch noch mehr 4 Karten, also es ist halbwegs ausgeglichen mit leichten Vorteilen auf meiner Seite, weil er schon einen Schaden genommen hat, aber er hat eigentlich, glaube ich, irgendwie so richtig geschissene Karten. Aber das Nerubian Egg, das ist ganz gefährlich, wenn man da Schaden drauf macht, dann kommt noch irgendwann einmal ein 4-4er Nerubian raus. Ich glaube, jetzt weißt du, was du da darfst. Warte mal, jetzt haben wir noch 4-4er Nerubian. Wenn der stirbt, das Ey quasi, also das ist so ja, der kann nicht stehen bleiben ewig, oder? Ja, der kann ewig stehen bleiben, bis dass man dann irgendwann einmal Flamestrike macht oder so Geschichten. Aber außerholen würde ich nie absichtlich. Das ist ganz sinnlos. Aber du weißt ja ungefähr, was du da kannst, ne? Ich bin gerade am Überlegen. Jetzt finde ich es Geschmackssache. Also das Ei würde also ich muss jetzt mal, ich darf mal sagen, ich spiele mein Ding einmal aus. Und dann schieße ich mir einmal drauf. Greife ich mit dem, weil der kann mehr mal schlecken, der macht eigentlich keinen Schaden. Ja, da sieht man es gleich. Ja. Enraged. Fett, auf. Man sieht, der ist jetzt schon ziemlich mächtig. Wenn er jetzt nochmal angegriffen wird dann und 6 Schaden wird er nicht gleich machen können, dann ist der schon auf 8 und dann, ja.
Also drum die Karten man ist so sagen, extrem unterschätzt. Ich zum Beispiel in der Situation würde ich sogar überlegt haben, ob ich das überhaupt mache, weil das spiel wahrscheinlich sogar eher den Kobold vorher. Weil der Druide hat nämlich Starfire und mit dem kann er glaube ich 5 oder 6 Schaden machen, ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, spielt das weiß ich nicht. Boah, was sind das für Karten, die er gelegt? Sea Giant. Kostet um 1 weniger für jede andere, die was dort liegt auf dem Brettel. Scheiße. Da war natürlich jetzt das Schieb recht geschickt. Naja, das haben wir aber nicht mehr. Das ist nicht tragisch, finde ich. Tja, jetzt muss ich mir überlegen, der macht zwar schon. Ja, shit. Was mache ich da? Wenn ich MDS auch noch aufreiß, er hat keinen Taunt. Würde ich nicht machen. Ich glaube, ich setze ihn einfach unter Druck. Die ist schon. Ich würde nochmal drauf schießen auf den. Den kannst du gern hinlegen, ja. Ja, da war ich voll dafür, weil dann kann man den Ding nicht nehmen. Schieß nochmal drauf auf den. Naja, mach ich. Greif ihm direkt an. Mit allem, was du hast. Den Dings würde ich dann auch noch hinlegen, den Kobold. Was wurscht ist. Sagst du, der hat eh nix. Das ist auf 10. Du hast dann eh nachher nur ein bisschen was. Also, ist natürlich schon ein bisschen ein Risiko jetzt, aber. Naja, 10 muss man einmal wegnehmen. Sehr unwahrscheinlich da jetzt durchkommen durch die zwei Schildmaster. Und das einzig Blöde, was da passieren kann, ist, dass er jetzt selber da zwei so Spot-Targets draus macht aus dem Ei und aus dem Sea Giant, dass er da jeweils ein Spot-Target draus macht. Geht mit Argent auf Defender oder er legt dann Sammler. Das ist aber idiotisch. Das war. Er hat sich gerade killed. Ja, er hat sich gerade gekillt. Aber wieso? Nein, hat er nicht. Moment. Ja, er hat diese Blase, die was der Sunwalker hat, hat er runtergenommen mit dem Blood Knight. Der zerstört nämlich die Blasen und kriegt dann für jede Blasen, die was er zerstört, 3-3 dazu. Okay. Und der Sinn eigentlich war der, dass er jetzt so lange wie möglich das aufhält. Moment einmal, ich muss jetzt rechnen. Ich hau ihm jetzt den zusammen und 8 und. Ja, natürlich, und 8 ins Gesicht. Und dann musst du im Endeffekt nicht mehr viel machen und du hast ihn. Wenn du darfst. Ich kann mir noch ein Spell-Damage dazugeben, dann mach hab ich nicht. Nein, dann hast du nicht zwei leider nicht. Ja, was mach ich jetzt? Was spiel ich aus? Wind Fury? Dann hab ich ihn gewonnen, oder? Na, gewinnen kannst du in der Runde jetzt noch nicht. Ja, sicher, mit Wind Fury, der kann er gleich angreifen, oder? Nein, der kann nicht gleich angreifen, er hat kein. Was mach ich jetzt, Mann? Schnell. Er hat meinen Schild umhauen, oder? Den greifst du es mal an, genau. Mit dem, ne? Ja. Und mit dem Garn. Und jetzt war er ins Face. Nein. Du kannst nicht gewinnen. Was jetzt machen, Mann? Mit dem mit der Hero Ability vom Mage schießt nochmal drauf auf den. Auf den Garn. Ja genau. Und jetzt greifst du noch. Ja genau. Ah mein Gott. Wird er ganz nervös, wenn er die Zünschen orient. Genau. Ja, das macht es schon ein spannender. Ja, meine Damen ganz und Herren, verrückt, ganz second verrückt. Game, second win, wir brauchen nicht einmal was rausschneiden. Naja. Too good to be true. Ja, im Endeffekt, cool. Ja, Wahnsinn. Da fühlen sich schon die Quests von selber die ganze Zeit. Mit zwei Games, ja. JMPad. Das waren eigentlich alles nur Basic Cards jetzt, oder? Bis auf 2. Zum Großteil, bis auf 2-3 waren es wirklich mächtige Basic Cards, aber der Mage ist wirklich eine leichte Klasse, die geht relativ geschwind einmal gut zum Spielen und mal. Gewinn da leicht einmal. Na gut, jetzt machen wir wieder mal ein Break, gell? Und dann schauen wir weiter. Bis gleich.